Moin Moin, die Geilschnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer zweiten Folge Real Life Secret Hitler. Ich hoffe, die erste war nicht zu turbulent für euch und ihr hattet immer oder habt jetzt auch noch Spaß an der zweiten Folge. Du, wie immer, dieselben Leute, die dabei sind. Brammen, Martin, Sepp, Chris, Mikkel, Jay, Peter. Hallo. 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 Und wir verteilen Hallo, die schönen Rollen. Ich will zuerst ziehen. Ah. Ach komm schon, du hast gemischt. Ich hab vorhin zuletzt hast gezogen. Du nicht gemischt? Stimmt, ich hab gemischt. Ich hab zuletzt gezogen. Guck mal, er greift voll auf eine Karte, Peter. Peter ist vielleicht die BJ. Keine Ahnung. Welche ich hab zuletzt gezogen. Ich zieh da zuletzt. Warum sind denn da vier noch? Wer hat denn jetzt gezogen? Ich hab wirklich Sepp hat noch nicht gezogen. Sepp hat noch nicht gezogen. Ich hab noch nicht gezogen. Peter, du hast da rechts geguckt, du willst die. Ja, ich wusste es. Kriegst du zuletzt. Ich wusste es. Peter kriegt sie zuletzt. So, was darf ich jetzt nicht um? Welche Seite ist die richtige? Okay, das naja, ist die richtige. Aufpassen. Ja, genau, okay. Mit den Karten. So. Aber ich krieg die da nie rausgefummelt, die Dinger. Was? Alles klar, easy game, Leute. Ich liberalisiere euch mal wieder weg hier. BGBP. Ich bin der Einzige, der blaue Haare hat. Du hast nichts zu melden. Aber vielleicht doch, wenn du liberal bist. Ich hab mich nicht verguckt. Boah, ich hab gerade echt gesagt, Bram, was soll das? So geiler Move war so. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich Nein gelesen habe. Aber so ganz kurz, hey Christian. Okay, nice. Okay. Ich muss schon direkt sagen, so. Wollen wir wieder unser Ding abziehen? Ja, okay, Mikkel, du musst uns wieder anleiten. Mikkel, okay, talk jetzt mal wieder. Was soll ich tun? Alle machen die Augen nicht. Zu. Mach die Augen zu. Augen zu, Faust raus. Ich muss mal so. Faust raus. Moment, Martin muss nochmal gucken. Ach so. Nochmal sicher gehen. Faust okay, raus. Jetzt. So. Alle haben die Augen zu? Ja, ich hab die Augen zu. Alle Faschisten nehmen jetzt den Daumen hoch. Und alle Faschisten, die nicht Hitler sind, schauen sich um. Und jetzt zähle ich gleich runter. 5, 4, 3, 2, 1, alle wieder die Augen zu, Daumen einfahren. Und wir nehmen die Hand wieder zurück und freuen uns auf das, was kommt. Und wir dürfen jetzt auch die Augen wieder jetzt öffnen. Jetzt dürft ihr die Augen wieder öffnen. Ja, darfst du nicht vergessen okay, zu sagen. Ja, das, hab ich nämlich, das war nämlich letztes Mal mein Ding. Er hat es aber gesagt. So, ja, das war ein schönes Gift werden bestimmt. Yeah. Wer hat angefangen? Wer fängt an? Genau, Sebastian fängt an, genau. Aber wieder randomisiert. Ja, du darfst. Scheißegal. Das ist scheiße für Liberal. Nimm mich als Kanzler. Bato. Wir sind coole Dudes. Ich letzter mit. Er ist Hitler und du versuchst. Also ich glaube, rein. Jay hat sich umgeguckt, weil das Licht hat sich irgendwie bewegt. Also du wurdest hart. Meinst du, seine Stirn hat dich anreflektiert? Irgendwas hat sich links von mir bewegt. Auf jeden Fall. Wie das Auge sauber. Reflektiert das natürlich komplett. Ich will dir nur gesagt haben, ich hatte deine so ein Mutter Gefühl einfach nur. Ich finde das interessant. Was war eigentlich in der letzten Folge, wo du gesagt hast, du weißt schon, wer Hitler ist? Das hast du nie aufgelöst. Stimmt. Jetzt mich verarschen, natürlich. Habe ich das aufgelöst? Was? Du hast gesagt 5% und das muss jetzt wachsen. Ja, genau. Da hab ich am Anfang, ich habe während der Folge mehrfach gesagt, so, ey, das Gefühl, was ich hatte, das war Bram. Ja. Okay. Habe ich nicht gehört. Krass. Lag voll neben. Cool. Egal. Ja. Okay. Ja, gut, zumindest den Faschisten getroffen. Das stimmt. Ja. Wen willst du? Nimm mich. Selbst ist es, der überlegt so lange. Ja. Okay. Nee, weil ich nämlich genau das. Ich bin mir nämlich selber treu. Nee, Moment, genau, wenn du lange überlegst, bist du dir nicht. Wenn du schnell machst, dann bist du. Ich bin selber treu und will so nicht einfach jetzt. So. Nimm Chris. Habe ich mich auch schon drüber Chris. Nachgedacht. Alter, ich habe jetzt gedacht, ich aber bin. Aber Mikkel! Ich habe gedacht, ich könnte so eine ganz entspannte Runde machen, so am Ende wieder. Ja, aber ja, ich habe doch meine Ehrlichkeit bewiesen in der letzten Runde. Das ist mir egal. Aber bist du liberal, ist die Frage. Ja, du bist ja gleich immer. Du bist Fascho. Das ist immer. Bist du Facehitter? Du bist Fascho. Das ist immer die Frage. Ja, dann bin ich halt Fascho, das kann ich dir aber auch gleich erst beweisen. Gut. Du kannst jetzt sagen, was du willst. Du darfst mich jetzt beweisen. Wenn da gleich noch Rote liegt, bist du Fascho. Okay, das Christian. Geht wieder gut los. Dann leg bitte eine blaue dahin, ja? Okay, du kannst. Das ist ganz schön viel. Ihr habt so lange überlegt. Wenn ich eine blaue kriege, dann kann ich auch eine legen, ja? Genau, also wir haben vorhin gewonnen, ne? Wir versuchen das. Ja, wir waren Liberale und die Liberalen haben gewonnen. Sonst? Okay, wie hat der angefangen? Mit einer Nein-Karte, wa? Ja. Ich habe eine Nein-Karte. Ich mach dein Spiel. Ich hab bei Jay eine Nein-Karte. Ich will jetzt aber der gleichen Reihenfolge, egal wer drankommt, will ich aber genau der Reihenfolge wie du beim letzten Spiel. Okay, ich hab mir eure Kommentare von der letzten Secret Hitler-Folge sehr zu Herzen genommen. Ich werde jetzt besser aufpassen. Sehr gut. Also kriegst du jetzt ja. Ich dachte, du machst mal auf. Mein Spaß. Du kannst dir sowieso nicht mehr die zwei Dinger merken. So, wenn der jetzt nein, ja. Dann hast du nur noch ja gesagt. Gucken wir, ob es drei sind. Ich guck mal, was für sind drei. Sebastian, sicher. Jetzt, also wenn, ich würde sagen, wenn Sebastian da jetzt zwei rote legt, ja, dann ist er weg. Ist auf jeden Fall safe, alles gleich. Für den Rest des Spiels erledigt. Ja. Also in der ersten Runde, das kennen wir nicht. Das kann nur eine gelegt cool. werden. Das ist ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Wir sollen jetzt zwei auf einmal legen. Ja, ohne Spaß. Die kommt nein, weg. Nicht zwei auf einmal. Eine natürlich, eine rote jetzt erlegt. Die wird gelegt. Kann ich selber legen.
Ja, also safe. Und warum beschützt du ihn nicht schon vornherein? Weil ich, das hat doch nichts aus seiner ersten Runde. Das ist schon mal scheiß Start. Das ist gar nicht raus, so raus, schlecht, raus. Weil ja, jetzt sind drei rote. Liberal. Also ich hab die blaue weg. Das ist nicht geil, aber klar, lass, immerhin lass, sind drei egal, ob er nicht. Ich hab die blaue weg, so spielen, damit ich selber als Faschokonfirm ich weiß jetzt als Liberaler, dass da keine blaue weggegangen ist. Und dann noch sechs blaue drin sind. Na cool. Was? Für mich. Ich hab die blaue weggelegt, damit ich selber als Faschokonfirm kann. Nein, du hast keine Wahl. Das wäre sau nice. Okay, was war das? Dann hätte er aber schon geschrieben. Kanzler. Das ist Präsident. Das war das Kanzler. Kanzler. Ist das ein PP eigentlich? Nein, ne? Der ist ein PP. Okay, Martin ist jetzt dran. Nimm mich. Also Martin bedenkt, dass Sepp jetzt angeblich weiß, wir sind beide dass die Chance relativ hoch ist, dass er jetzt blaue kommt. Ja. Wenn da ja, keine blaue kommt. Also ich kann jetzt schon sagen, mit zwei rote weg. Das Schild macht sich hier gut. Eine liegt da und eine ist da drin. Ja, Sepps Perspektive sogar drei rote. Wir haben auch, wir das auch weiß ich. Versuch. Ja, das weiß ich. Aber das, weißt du, du kannst jetzt so eine Kette machen, weißt du? Ich fühle dich zu der 3. Bram hat gleich schon die Chance, sich zu konfirmen mit einem Präsident. Ich nicht. Wow, du hast auch gleich eine Chance. Oder den Mikkel. Der ist links neben mir, der ist noch aktiv. Mikkel ist immer Fascher. Aber Mikkel, genau, Mikkel hat sich kann mathematisch gar nicht mehr Fasche sein. Ich geschützt und ihn geschützt. Deswegen nimm mich. Martin. Wieso bist du so, wieso geierst du eigentlich die ganze Zeit? Keine Ahnung, weil ich das witzig finde. Ihr geiert alle. Ich geier überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Martin will mich. Nur die beiden. Nur die beiden. Ich hab Bock. Nee, du kannst nicht gewinnen. Ja, ich weiß. Ich bin für Christian. New Life. Martin, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich bin für Mikkel, hier, weil Jay geiert mir zu sehr. Schild. Nicht Mikkel. Komm. Mikkel hat schon mal vorne rein. Du bist auch der Gemütliche. Bevor die gelegt haben, hat er jetzt auch erstmal nicht Bram nehmen, weil der ist sowieso als erstes dran. Ich bin der. Weil die erste Runde... Ja, aber dann kann ich auch das Spiel sein. Also die erste Runde sagt Bram was aus. Aber dann kann das ist schon also sehr in der ersten Runde kann alles passieren. Okay, das ist so alles an, oder? Klar, der ist mir lieber als er. Das ist mir zu, Jay. Ja, du ich, kannst das ja ist mir egal. Ja. Du hast, das hättest du danach Martin, sagen. Martin, entscheide dich einfach. Davor. Du bist das okay. Zweite. Dann Alter, kannst du nicht viel sagen, Alter. Mikkel. Okay. Oh, Jay ist schon direkt so Anti-Mikkler. Ja. Ich bin Anti-Mikkler dieses Mal. Gegen den Mikkler. Ja. Gegen den Mikkler. Mikkel, ich hab gar nichts. Mikkel war zumindest ein Einer. Okay, wir haben alle das in der Hand, Freunde. Ich hab ein Ja gelegt. Ja, ich hab auch aber meine ehrliche Frage, warum hast du jetzt überhaupt Nein gestimmt? Ja, ich hab das nicht mitbekommen. Pass auf, er war Präsident, ja, hat weiß, angeblich drei rote an Christian weitergeben oder auch ein blauer, ja, wer weiß. Vor der Zeit und, zwei rote. Als ich hab dann gesagt, wenn die eine rote legen, dann sind die von vornherein raus. Und, ja, er hat sie schon vorher verteidigt. Okay, bevor ja, die rote aber da habe ich eine Frage. Warum sind die von vornherein raus, wenn die eine rote legen? Danke. Ja, das war just for the Leute, aber er hat sie im Vorsten verteidigt. Naja, er hat aber gesagt, ich habe gegen den Bullshit gelabert. Ich habe den jetzt auch verteidigt. Ja, also das ist der Ausdruck. Ich bin da ganz bei Jay, der hat recht. Ja. Nee, nur weil man nicht alles. Dann bin ich alleine, auch bei dir. So. Nur weil man nicht immer alles. Aber verteidigst du dich daran selbst, deine Methode, die richtige ist? Ja. Also ist Verteidigen der Grund, warum man raus ist? Also bist du jetzt auch raus? Ich bin nicht raus. Aber du hast dich ja, selber rausgeraust. Ja, ich hab mich nicht verteidigt. Naja, aber Mikkel hat sich ja nicht verteidigt, der hat nur andere Leute verteidigt. Okay. Ich hab am Ende so, nach 40 Minuten sage ich, ich hab's euch doch gesagt. Wollen wir gucken, was ich mache, oder willst du einfach nur weiterreden hier? Ach, wie schön! Hey. Ja. Martin, hast du wieder drei rote gezogen? Drei blaue? Hat die Waage. Ich hab eine rote weggeworfen. Okay. Und dann hat eine rote und blaue. Also, können wir jetzt mal aufhören, mich irgendwie zu beleidigen? Das ist der liberalste Zug, den du machen kannst. Ja. Das hast du sehr gut gemacht, Mika. Danke, Jay. Finde ich auch. Muss ich aber bin Martin, auch Martin eigentlich musst du Martin eher loben, weil Martin hat nämlich nicht die erste Blaue. Ich würde Jay ja auch gerne öfter mal loben, aber gut. Ich bin, ich bin einer, der auch seine Fehler zugibt. Geht halt nicht immer. Nee. Ah, stimmt, du kannst jetzt wieder Sepp oder Christian. Einer, der Fehler zugibt. Nimm mich als Kanzler. Es kommen auf jeden Fall Blau. Warum denn nicht? Nee, du bist viel zu aggressiv. Oh. Das ist auch, das so, ganz, das auch so hibbelig die ganze Zeit. Ja, passiv-aggressive Spiele. Und weißt du, letztes Mal war er auch Faschist. Ach komm. Und war auch die ganze Zeit so hebelig. Ja. Ich lasse mich auf solche Spielchen lasse ich mich nicht eins. Ich wollte nur mal gesagt haben. Ich höre auf. Ich bin sowieso der Liberalste. Ich wollte mal sagen, Peter schon ein paar Mal so gemacht. Du hast aber schon mal Faschist gespielt und die Runden dann auch gewonnen, weil der hat bei jeder immer geglaubt. Ja, aber das passiert halt einmal alle 9 Jahre. Das steht so in der Astronomie. So wie Sonnenfinsternis. Und welches Jahr haben wir heute? Das ist nicht das 9. Nicht? Nein, ich bin immer noch liberal. Du hast gesehen, das war gerade das Zeichen. Das war gerade das Zeichen. Das war auch gerade so. Also. Ich denke mir ja das Gleiche, aber. Ein Bartjob, Mensch. Ja, also, das ist echt ein bisschen. Ja, wen willst du, Bram? Ja, das ist jetzt die große Frage. Also theoretisch eher so, Jay und Peter waren ja noch nicht dran. Wow, ne? Ja, du bist schon mal raus, bei Jay ist nämlich raus. Aber Peter, ich bin danach dran. Peter ist gleich dran. Ich habe einfach nur gesagt, die beiden waren noch nicht dran. Ja, und? Ja,
oder? Und dann bin ich schon raus? Die Frage ist, bist du Jay ist raus. Ey, das geht hier so schnell, Sepp. Also, Alter, ich sag auch nicht. Ich hab gesagt, Jay ist raus. Weil der shootet. Jay, du musst über die falsche Richtung kommen und bist raus. Schnickel hat sich schon wieder siehst du, warum das denn jetzt? Ja, weil er eine blaue gelegt hat. Das heißt, er war raus, weil der was gesagt hat über die Leute, die eine rote gelegt haben. Also der ja. Versuch da keine Logik zu finden. Nimm dir einfach irgendjemanden mit als Kanzlerfix. Christian. Peace, Bro. Oh, das will ich sehen. Wie okay, Christian. Okay, jetzt wirst du doch bestimmt eine blaue weg. Das ist der zweite Mal, dass mir jetzt Karten zuschreiben werden. Glaube ich auch. Mach einfach den hier. Du kannst keine zwei blauen. Peter, er kann keine zwei blauen wegwerfen. Ja. Ich glaube dir. ich hab nur Bullshit gemacht. Ich möchte den Revive. Warum nimmst du jemanden, der eine Rose gelegt hat, statt jemanden, der noch gar nicht sich beteiligt hat? Nee, du bist sofort dran. Die Leute, die noch nicht beteiligt sind. Das war der gleiche Argument hier. Ja, und? Ja, und ihn wollte ich nicht nehmen. Gut, stopp. Kein Mitleben. Da sind noch 5 Blaue drin. Ja. Wenn er nicht gelogen hat. Ja, sind da 5 Blaue drin. Und ich nicht. Dann müsste er ganz viele Blaue ziehen und er jetzt ganz viele Blaue ziehen. Das wäre jetzt als Liberaler. Oder es wurde schon gefaked. Oder es wurde schon gefaked. Als Liberaler dürften da jetzt eigentlich nur sich Leute proven können. Also wenn jetzt Blaue nicht kommen, dann müssen Leute gelogen haben. Deshalb ist es... Ach. Das muss auch nicht sein, wenn die Blauen alle unterliegen. Man kann natürlich auch Pech haben jetzt, dass nee, da alle Blaue in einer Reihe liegen. Bei Peter und bei Bram kommen jetzt auf jeden Fall ganz viele Blaue. Können wir nicht einfach... Wenn sie liberal sind... Deswegen auch nein, dass Bram nicht nur noch mal, ja, Bram will mich nicht wählen. Können wir trotzdem gucken, was passiert. Ja, das ist schon nicht ganz in die drei. Aber ohne Grund. Ich halte jetzt auch die Schnauze, wenn ich dann dadurch aggressiv bin. Jetzt wird nee, ich werde nicht sofort gewählt, wenn er jetzt nicht wird regiert. Los! Aber jetzt wird hier durchregiert, ey. Aber wie funktioniert das, wenn Jane in keinem Team ist? Das verstehe ich noch nicht. Nee, ich spiele es alleine, er ist Hitler. Er hat seine eigene Fraktion auch. Er ist im liberalen Team, nur keiner möchte mit mir spielen und mit mir... So, du möchtest mit keinem spielen. Jetzt müssen die Faschisten kommen und mir Honig ums Maul schmieren, damit ich und aber deiner echten Gesinnung? Das wäre klug. Soll ich doch lieber noch machen? Er liebt es, dass jemand ihm Honig im Mund schmiert, deswegen einfach. Peter, ja, ist mir auch egal. Theoretisch müsste er sogar zwei Blaue haben und nicht mal die Wahl haben. Wenn einer auch von denen Fascho ist, dann wäre er auf jeden Fall. Du weißt, wie viele da noch liegen, ne? Ja, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher. Da sind halt 5 Stück. Ja, aber Wahrscheinlichkeiten sollten wir hier nicht argumentieren. Also Dalu ist ja auch immer Fascho. Ja, also. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nur drin ist. Gucken wir doch mal. Weil welche davon kommt weg? Nee, drauf. Hey, Bram, was ist da los, Bram? Hast du gezogen? Ich weiß, das wird mir jetzt keiner glauben, aber einer hier hat gelogen. Oder du bist raus. Ich bin zumindest schon mal nicht Hitler. Da jetzt noch 5 Blaue drin sein. Ey, ohne Spaß. Dann, ich hatte 2 rote und da liegen auf jeden Fall Blaue. Bei beiden hattest du offiziell keine Wahl. Aber ich. Ja, ich letztes Mal auch nicht. War ich auch nicht. Von Bram. Dann hättest du jetzt die rote gelegt. Ja, wäre mir lieber gewesen. Als hätte Christian die rote gelegt. Bram hat jetzt auf jeden Fall die fucking Macht. Und dem kannst du eh nicht trusten. Achso, der darf gucken, ne? Hier, willst du mich? Du willst mich doch eh checken. Oh, nee, das ist aber sehr geforst hier gerade. Wobei tatsächlich hat der. Er hat doch vorher schon gesagt, er will geshootet, das stimmt. Mir ist das scheißegal. Warum wird hier gerade geforst? Du warst die ganze Zeit gegen Jay. Wäre eigentlich mal cool zu sagen, was du von Jay meinst. Ja, ich finde, dass Jay nicht zu Kassler wählen würde. Warum sind plötzlich alle für Jay? Warum sind alle für Jay? Ich bin dafür, pass auf, deswegen, weil die ganze Zeit gegen Jay war. Das heißt, die sind wahrscheinlich nicht im gleichen Team. Ja, okay. Und da würde mich einfach mal interessieren, warum? Wie er reagiert. Okay, weil hier kam dann gerade so rüber so, stimmt. Ja, nimm noch meine Karte. Genau, das ist halt für mich der Grund. Wir sind halt nicht im gleichen Team. Ja, nee, aber wenn du liberal wärst, wäre das gut, jemanden aus dem anderen Team zu finden. Ja, genau. Und deswegen denke ich mir, warum wähle ich denn nicht jemand anders? Und eventuell finde ich den dann direkt. Entweder finde ich dann halt einen Faschisten, was super cool ist. Ich gebe Peter recht. Wenn du ich doch eh das Gefühl hast, dass der Faschist ist, dann willst du ihn doch auch konfirmen, oder nicht? Offensichtlich. Bram ist nicht liberal. Warum muss ich den denn dann konfirmen? Oder bist du dir schon so 100% sicher, dass der Faschist ist, dass du den gar nicht mehr konfirmst? Ja, nee, die Sache, die ich mir denke, ist, gegenüber habe ich halt... Naja, mit dir darf man auch nicht reden. Ja, genau, danke, das Wort. Genau, bedenken. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er halt random gegen Jay ist. Jay ist der Einzige, der reden darf, sonst ist hier. So, das heißt, ich könnte ihn jetzt confirm, entweder als Fascho oder halt als Liberal. Ja, das wäre doch gut für dich. Ja. Danach wären wir im gleichen Team. Vielleicht. Aber er würde ja trotzdem nicht aufhören, gegen mich zu shooten, weil er nicht weiß, wer ich bin. Du kannst mich aber... Dass der nicht aufhören würde gegen dich, der hat bisher noch gar nicht richtig gegen dich geshootet. Ja, sicher. Er hat schon gesagt, wenn man von mich wäre raus. Hä, was? Genau, wie du den drei Leuten da gesagt hast. Ich hab gesagt, du bist raus, weil du jetzt eine rote gelegt hast. Ja, genau.
Nein, das war das Einzige, was ich gesagt habe, nicht die ganze Zeit. Also ich verstehe immer noch keinen Grund, warum du jemand anderen nehmen solltest. Wenn der in einem anderen Team ist, ist es doch gut, als Liberalen den zu konfirmen, wenn er Fascho ist. Ja, aber wenn ich doch jemanden anderen, der hört doch nicht auf, mir in meine Richtung zu schulen. Selbst wenn ich weiß, dass er Liberaler ist, ja? Wenn du sagst, er ist liberal, aber bei wem und ihr beide seid liberal. Ja, dann weiß er immer noch nicht, ob ich liberal bin. Nein, ja, aber er ja, das heißt, der Schuh in die Richtung hört er nicht auf. Ja, und? Da kann ich doch lieber jemanden wählen, mit dem ich mich verstehe und dann wissen, okay, alles klar, wir beide sind wieder gewählt. Nein, dann ist das Liberaler viel sinnvoller, ein Faschus. Macht es ja dann noch faschiger. Ja. Für uns Liberale, für alle anderen Liberalen ist es viel interessanter, deine oder seine Reaktion zu sehen, je nachdem, was passiert, um für uns alle das rauszufinden. Genau. Was ihr seid. Das stimmt. Das ist für uns alle, für fünf Leute, das ist das viel interessanter als für zwei. Oh, jetzt bist du, Peter halt recht. Bist du auf einmal Peter hat halt recht. Nein. Aber ich finde das interessant, Peter dass halt alle das möchten. Ja, ich habe ja auch recht. Ja. Das sind zwei Leute nicht. Möchten. Aber weil es halt echt am interessantesten ist. Weil ich mein, was Mikkel ist wieder sehr ruhig. Mikkel ja, weil ich kann überhaupt nichts mehr verstehen. Mikkel möchte auch nichts mehr sagen. Nein, es wird nur, weil ich halt am Anfang so ein bisschen Spaß auch hatte, wird direkt ich in eine Ecke geschoben. Aber ist okay. Ja, gut. Moment, der muss aber auch verstehen, wenn du halt selber anfängst, Unfug zu machen, dass du dann geblamed wirst. Also komm. Ja. Alles gut. Christian, du kannst mich nehmen. Nee, aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Okay, das sagt aber ich nicht. Sich aber erst so wen an, als du es gerne hättest. Das weiß ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich ihn eigentlich nicht nehmen wollte. Weil ich nicht verstanden habe. Aber okay. Kann man nicht, indem man jetzt zum Beispiel bei Christian nicht guckt, was er ist, daran ablesen, wie viele Rote er hat? Kanzler geworden wird. Theoretisch könnte er Fascho sein und Christian auch. Wenn er und sich einfach Mikkel ist auch gerade wach geworden. Alter Finn. Wenn Bram der Liberal wäre, nicht so viele gleichzeitige Sprüche hier. Ja, ich musste Mikkel gerade erklären, dass es nicht um die Kanzlerwahl geht, sondern um das Schiff. Gehen wir mal Brams Rollen durch. Tut mir leid, das ist sehr spielrelevant, deswegen habe ich das mal gemacht. Was würde gerade dagegen sprechen, wenn Bram liberal wäre, dass er mich nimmt? Was würde dagegen sprechen? Er meinte, dass du ja trotzdem noch weiter gegen den shootest und dem. Das ist absolut korrekt, aber er könnte mich entweder dann als Faschist herausfinden oder als Liberaler. Aber wenn er mich liberal nimmt, kann er anfangen aufzubauen. Gegen mich spricht, dass er eine klügere Wahl hat. So, das nächste. Seine Sicht ist weil du schon das Gefühl hast, dass der potenziell Fascho ist und du jetzt hier die Chance hast, Fascho zu bestätigen. Da steht alles drüber. Das ist das Wichtigste, was man als Liberalen braucht. Man muss Faschos bestätigen. Alles andere ist egal. Darüber aufregen. Du musst die Liberalen finden, nee, damit du dich halt zusammen... Nicht. Da brauchst du den Fascho. Wenn du weißt, wie die vielen Liberalen bist, in dieser Spiel in einer Runde. Ja, aber du kannst nur einen überprüfen. Der Fascho wäre die Hälfte aller. Ja, das ist viel sinnvoller. Der Fascho wäre das Beste. Ja. Wenn du liberal bist, wäre der Fascho das Beste. Aber du würdest dich wahrscheinlich nicht so aufspielen. Schon wie ein Hitler. Ich bin liberal, danke. Ja, genau. Aber gut, wenn du Liberale rausfinden willst... Ja, aber der spielt sich ja trotzdem schon so auf. Dann würde ich ja doch nicht mehr weiter shooten, wenn du anfangen würdest, mal Vertrauen zu mir aufzubauen. Wie soll ich denn Vertrauen aufbauen, wenn du weiterhin mich nicht willst? Obwohl ich liberal bin. Ja, aber warum sollte ich dich denn konfirmen? Ja. Ich denke mir die ganze Zeit. Das macht mich halt noch faschiger. Er ist in der letzten Runde auch so abgegangen, war auch liberal, ja? Der so abgeht, so, weißt du? Du gibst dich mal so ab. Er ist letzte Runde auch abgegangen und ist Faschist geworden. Ja, das New Life-Regel. Ja, ich kann das ja trotzdem bedenken, oder nicht? Nur weil du sagst New Life-Regel. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass du halt eine verschwendete Karte. Also, warum? Was glaubst du, ist er? Ja, liberal. Du denkst jetzt auf einmal, er wäre liberal. Ne, ich denke die ganze Zeit, er wäre liberal. Ist aber gegen die Schule. Warum hast du mich denn da nicht gewählt als Kanzler gerade? Weil ich dich nicht mochte. Nee. Achso, jo, als Liberaler mögen sich die Liberalen nicht. Das ist schon viel komischen Scheiß. Das ist interessant. Nee, du versuchst mich nur in der Ecke zu drängen, die du gerne hättest. Du hast aber tatsächlich, also du hast, das ist ja Fakt, dass du gesagt hast, der ist Faschist, wahrscheinlich. Du hast jetzt nicht gesagt, der ist 100% Faschist. Nein, das nicht. Ja, genau. Sollen wir ihn einfach mal wählen? Mach einfach. Komm. Er wählt. Fang an. Nee, die Frage ist, wer klug ist. Jay. Und da weiß ich halt nicht, warum nicht jeder wäre als jemand anders. Guck mal, wie jeder. Du bist der Einzige, der immer wieder sagt, weißt du? Wie ist denn mal die Meinung in der Richtung? Peter, was sagst du? Jay. Ich denke auch Jay, ja. Jay. Alle, okay, ach fuck, ey. Ja, dann wählen wir Jay. Dann ist das für mich auch cool. Wollen alle Traitoren dann auch, Faschisten dann auch wissen. Komm, wird's jetzt anstrengend? Nee. Ja, bist lieber. Danke. Und das halte ich jetzt für einen verschwendeten Move. Rückwirkend. Ja, jetzt auf einmal, wo du sagst, er ist liberal, wo du vorhin noch genau was anderes gesagt hast. Ich war halt der Meinung, dass ich mit Jay nicht im gleichen Team sein könnte. Also bist du Fascho. Ja, das wusste er ja. Also bist du Fascho. Nein, ich war halt der Meinung,
zu dem Zeitpunkt, dass ich mit Jane nicht im gleichen Team sein kann. Jetzt weiß ich aber, da ist. Er meinte, hast du doch richtig gut was gewonnen, oder? Ja, nicht? Aber ich hätte lieber jemand anders gehabt, vielleicht. Vielleicht aber jetzt hast Fascho. Du wolltest doch einen Liberalen. Gerade hast du gesagt, es wäre geil, einen Liberalen zu finden. Genau. Jetzt willst du doch wieder einen Fascho finden. Ja, bei ihm war ich. Zwei Minuten hast du deine Meinung um 180 Grad gedreht. Aber dann Junge, aber du laberst mir doch die ganze Zeit an die Backe. Nee, ja? Du ohne Ende. Brammen Lindner möchte ich jetzt. Okay. Aus meiner Perspektive. Okay. Secret Lindner. Also ich hatte ja theoretisch einen liberalen Kollegen gefunden. Ja. Richtig? Theoretisch. Ich glaube, er hat einen liberalen gefunden. Theoretisch. Kollegen. Das heißt. Die beiden können sich gleich proven, oder? Ja. Wie soll ich ihn denn proven? Indem du guckst, ob er eine blaue liegt oder nicht. Du bist ja, gleich dran. Könnte aber auch ein Hitler sein oder immer noch ein Fascho. Aber ja, aber Hitler ist ja noch nicht da. Ich will nicht, ich bin erstmal, naja, zumindest von Bram als liberal konfirmiert werden. Lass mal weiterspielen. Genau, leider haben wir uns zu drehen, deswegen würde ich sagen, richtig. Damit wir ja, weiterkommen, genau. Sollten wir weiter spielen. Den und der geht an. Ja, ich muss mal überlegen, wer ich denn jetzt nehme überhaupt. Ja, nee, Chris, du meinst, dass ich liberal bin? Ich bin mit zweimal blaue. Naja, die Idee war ja, dass du dann vielleicht Bram wählst. Naja, ich bin doch Präsident danach, dann kann ich doch Bram wählen, theoretisch. Ja, das ist ja die Idee dahinter. Wenn das hier alles liberal ist, ja, ja, genau, dann nehme ich Jack. Das geht. Ja. Jetzt sagen alle bestimmt ja. Macht auch nicht, er macht also auf beiden macht ja auch Sinn, du bist ja konfirmter Liberaler. Ja. Das macht wenn, aus beiden, das macht aus Traitor-Seite. Stopp. Nur. Wenn Peter auch liberal ist. Wenn Peter nämlich nicht liberal ist das und eine korrekt. Rote weglegt und dir zwei eine blaue weglegt und dir zwei rote gibt, was eigentlich rechnerisch nicht kannst mehr sein kann. Machen. Was eigentlich rechnerisch kann er theoretisch Faschisten jetzt werden. Wenn keiner gelogen hat. Wenn keiner ja, aber davon dürfen nicht ja, aber selbst wenn keiner gelogen hat, also dann kann das immer noch sein. Wenn fünf ich wollte blaue, das nur nochmal zusammenfassen. Es gibt ja sogar die Möglichkeit um 0,4%. Ja, ich habe ja gewählt. Alter. Alrighty. Okay, war und bei der Abstimmung wundert einer doch nicht. Echt? Ja, weißt du, wenn alle vorher alle sagen ja, so. Ja, okay. Weißt du, was willst du sagen? Ja. Das Nein, bist du vorher. Bei der Abstimmung, ich glaube generell, unser Secret Hitler Spiel ist bei der Abstimmung immer erst zum Ende fangen die Leute ja. an, ja. für ihr Team zu voten. Am Anfang ist immer so, ja, mach mal, wir gucken mal. Das ist mal gucken, schon super soll. Häufig. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir super häufig diese puren Ja-Wahlen. Ja, keiner will sich quasi. Genau, auch du kannst dich ja nicht vorher. Jay hat vorhin zweimal Nein gewählt. Jawohl. Hat schon überhaupt weggelegt? Aber Nein. Das heißt halt nicht wirklich keine. Was. Also eine. Peter hat eine blaue gelegt. Ja, okay, aber ich meine. Da waren zwei rote noch dran. Ja, kann ja nicht. Das heißt, jetzt müssen. Theoretisch, rechnerisch kann das noch. Noch da kann das sein. Drei, vier Stück. Da müssen die. Das heißt, in den vier Karten, die da liegen, sind alle blau. Nee, sehr sind fünf. Unwahrscheinlich. Okay, Entschuldigung. In den fünf Karten, die da liegen, sind alle blau. Unwahrscheinlich. Und eine rote. Eine rote, ja. Dann wird Jay jetzt jemanden hat. Dann heißt hat die, das weiß, die Möglichkeit, ist, jetzt drei blaue zu ziehen, ist relativ hoch. Ja, das Problem ist aber, wenn er jetzt drei blaue zieht, dann werden die danach und Bram zum ja, zum gut, hat, aber wenn er nicht kann man nicht mal proven, ja, das stimmt. Ob er. Kann aber dann wissen, kann ich theoretisch, ganz theoretisch, ja. Wenn ich Pech haben sollte, ja, und jetzt eine rote da rauskommt, dann haben wir den Präsidenten bestimmt. Falls meine Wahl hier durchgeht. Ja. Darf ich dich wählen? Nee. Nein. Weil da das Ding. Das geht. Wurde das zumindest in den Kommentaren gesagt. Das haben wir ja vorhin auch ja, so gespielt, ja, genau. Die letzte Runde. Da durfte ich das ja auch nicht machen. Hätte ich jetzt gerne getan. Ja, das habe ich auch. Hoffen wir doch einfach mal, dass wir ja gerade erfahren haben, dass da offenbar ja noch 25 Blaue drin sind, dass da bei dir mindestens eine Blaue bei rauskommt. Hoffentlich ziehst du drei Blaue, da werden die nämlich wieder mit in den Stapel gemischt. Der ich trusten soll. Naja, ganz ehrlich, wer würde sich jetzt mit dir anlegen? Stell dir mal vor, du hast jetzt nur eine Blaue. Gibst dem potenziellen Fascho eine rote und eine Blaue. Dann wäre es Bram, der Bram wäre. Bram würde mir blau geben. Ja, und welcher Fasche, ganz ehrlich, welcher Fasche würde dir nicht blau geben, weil der müsste dann hardcore gegen dich anfighten. Vor allem, weil ich halt auch schon als liberal confirmed wurde. Wenn er liberal ist, dann beide liberal sind. Zumindest von Bram. Genau, wenn beide liberal sind. Ja, aber wenn, also wenn nee, Jay, sein, wenn Jay jetzt liberal ist. Ja. Kann auch sein, dass er und liberal ist. Ist es eigentlich schon ja, fast Quatsch, scheißegal. Aber der andere Kollege ist halt mir scheißegal. Der andere Kollege ist mir dann halt scheißegal. Okay, wen wollen wir denn als Präsident, wen sollte ich denn theoretischst als Präsident gleich wählen? Boah, den will ich ja nicht als, ja, den will ich nicht als Kanzler. Boah, das ist wieder so zwei Ecken. Den will ich nicht als Kanzler jetzt. Warte mal, Jay. Darauf will ich hinaus. Wie oft waren Martin und Mikkel schon dran, in welcher Rolle? Wisst ihr das? Wir haben am Martin war Präsident. Runde, ich war Kanzler. War du warst Kanzler. Wir haben eine blaue gelegt. Ah, ihr beide wart sogar die gleiche. Also ja. Ja, warum nimmst du nicht einen von den beiden? Ja. Mal so rein. Ja, das funktioniert aber irgendwie nicht. Nee, aus meiner Sicht, weil
ihr beide habt die blau gelegt. Yes. Ja, genau. Ja. Heißt, ihr beide seid liberal. Dankeschön. Erstmal, Peter ja. und Jay haben sich gerade gebrofistet, weil die sind liberal. Ja, ich weiß, ich bin liberal. Ja, ja, das aber einer passt, muss man ja, nicht lügen. Christian, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so schlimm, wenn er ein Fascho wählt als ja, Kanzler. Ja, ja. Wer ist denn in deiner Fascho? Nee, ist alles Bram gut. oder was? Oder wer ist in deiner Konstellation gerade Fascho? In meiner Konstellation ist Bram der größte Fascho. Aber so kannst du versuchen, Leute zu proven, die halt noch liberal sein können. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich der Bram geben wollte. Doch, weil er jetzt ganz viele Blauen kriegt. Auf jeden Fall, du kannst es jedem geben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt eine rote legen würde, wenn du ihm die Wahl lässt. Ich würde das jetzt Dennis nicht geben, damit er danach die Runde, wenn alle Karten wieder verfügbar sind, ist. Wenn ich ihm die Wahl lasse, ja, und er die rote legen sollte, dann kann ich ja darüber reden und dann ist er auf jeden Fall der konfirmte Fascho. Deswegen glaube ich nicht, dass er eine rote legen wird. Aber ich könnte jetzt natürlich das auch outplayen und das nutzen. Ja, du könntest halt auch Fascho sein. Ja. Genau. Richtig, aber das wäre dumm, weil dann wären wir in einem Team. Weil er hat mich als liberal konfirmiert. Er macht jetzt ja gerade nicht den liberalen Move. Er ist der Liberale und konfirmiert den Fascho als liberal. Um zu gucken, wie das läuft. Ja, das stimmt aber. Also er hat nicht dich ausgewählt. Pass auf, Brammen, das ist diese vierte Form, die wir vorhin hatten. Die theoretisch die geplant gerade theoretisch dass möglich beide Fascho ist. Dass er liberal ist und Fascho. Ich bin Fascho. Er hat mich aber als liberal confirmed. Never! Ja. Never! Also ich glaube, so wie ihr euch gestritten genau. habt, hätte der nicht gesagt, du bist nur rein. Deswegen, ja, pass auf, deswegen, wenn das ich ihm jetzt geil. Die theoretische Wahl lassen kann, ja, dann, und er mir dann eine rote dahin legt und die blaue weglegt, dann ist er confirmed Fascho und weg vom Fenster. Für dich auf jeden Fall. Logischerweise. Eigentlich. Ja, ist schon sehr aber das ist, Moment, aber das aber ist nicht die, das ist nicht die vierte. Allen so. Das ist nicht die vierte. Das ist nicht die vierte. Ja, keine Ahnung. Das ist nicht die vierte. Ist egal. Ja, das ist, also, wir gucken mal. Also ich sag, das ist ein guter wir gucken mal. Das könnte, wir vertrauen. Ich bin immer noch der Meinung, du hättest jeden nehmen. Es könnte ja, auch immer noch, genau. Es könnte auch immer niemand würde jetzt die rote Karte legen, glaube ich. Es könnte, außer vielleicht Bram. Es könnte auch nicht, immer noch auch nicht Bram. Also vielleicht, weil er denkt, ich also bin eh schon gut. Also ihm würde ich das am ehesten zutrauen. Ja, das kann sein. Deswegen wird es ja spannend. Aber... Nee, du kannst ich werde wahrscheinlich gleich am Ende. Du kannst nicht. Oh, mega spannend, ja. Was ich mir nämlich gerade noch überlegt habe, er hat jetzt zwar als liberal confirmed, das Problem ist aber, wenn er jetzt drei blaue zieht und beides Faschos sind, kann er ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich drei blaue ziehe, ja, kann er ja schön. Das ist das, was ich sagen wollte. Jay hat also, so viel Macht gerade, Leute als Fascho oder liberal quasi zu. Zu outen, das wäre deine beste Runde als Hitler, wenn du Hitler bist. Bin ich leider nicht. Ja, zumindest insofern, dass ich ihm die Wahl gelassen habe und er hat die blaue genommen. Und du hast ihn confirmed. Ja. Aber allein deswegen solltest du ihm eigentlich auch vertrauen. Ist ein bisschen so. Ist ja gerade auch entfallen, dass du ihn confirmed hast potenziell. Nee. Wolltest du mir vorwerfen, dass ich wählen drauf? Nee. Können wir jetzt wählen? Kurz mit der Überschnappung, das ist anders. Sind alle durch? Haben wir alle? Haben wir alle. Alle sagen ja, das ist wieder alles rigged. Das ist alles. Genau, ist alles. Das ist eigentlich genauso wie bei dir vorhin. Es muss gemischt werden. Blau erlegt und die kommen mit denen zusammen. Ja. Und dann gab es nur noch die Diskussion, ob er Hitler ist oder nicht. Cool, weil sonst spricht nichts dagegen, dass er nicht liberal ist. Ja, keine Ahnung. Er hat halt bisher nur eine blaue gelegt und er wurde von jemandem als liberal gezeigt. Ja, aber er kann halt nur Hitler oder liberal sein. Nicht unbedingt. Kann auch Fascho sein. Theoretisch. Unwahrscheinlich, aber kann sein. Was überlegt bist du da so gerade so lange? Ich meine, er hat von mir die Wahl bekommen und dann ist es überlegt, ob er mir die Wahl lässt oder nicht. Aber weil er hat zwei blaue dabei. Was du sagst. Ne, wenn zwei blaue dabei sind, dann... Achso. Na, gucken wir mal. Doch, warten wir doch mal ganz kurz ab hier. Verstehe. Die blaue, eine schöne. Hattest du die Wahl? Du hast eine rote weggelegt, stimmt's? Ja. Dann hast du zwei blaue. Ich habe Bram noch nicht hundertprozentig vertrauen können, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Du hast ihm nicht hundertprozentig vertrauen können? Ja, ich hatte Angst, dass er nachher echt die rote legen sollte. Das wäre der dümmste. Weißt du, dann hab ich als Liberaler zwei fucking rote weggeballert. Mhm, zwei blaue weggeballert. Und dann ist da eine rote. Du hattest aber keine drei blauen, oder? Nee, ich hatte eine rote. Und die habe ich abgelegt. Okay. Und zwei blaue habe ich Bram gegeben. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Okay. Aber theoretisch, wenn du Hitler wärst, wäre es auch klug zu gucken. Dann hätte ich die rote gelegt. Dann hätte ich rote blau gemacht. Dann hätte er sich mir zeigen können. Könnt ihr kurz verschieben? Du warst. Nee, wir waren gerade. Du warst crazy. Obwohl er hätte, wenn ich Hitler gewesen wäre, hätte er mich schon als liberal confirmed. Als er gucken konnte.
dass er gemacht hat. Also ich könnte theoretisch wirklich Hitler sein. Und er wollte dich nicht konfirmen, weil er nicht direkt Hitler konfirmen will. Vor allen Dingen Hitler als liberal zu konfirmen, ist das Beste, was du machen kannst. Nee, nicht wenn alle das, also nicht wenn es schon angespannt ist. Zumindest deine Argumentation ist bislang schlüssig. Klar. Nee, also zumindest spätestens nachdem ich das vorgeschlagen habe, hätte man dann aber nach dem Strahl gegriffen und nicht so wie Bram vehement dagegen argumentiert, glaube ich. Wenn wir ich finde das ja alles schlüssig. Das ist jetzt mein Problem, ich weiß nicht, wie ich wählen soll. Gesagt, ja, weil klar, eigentlich finde ich euch beide finde ich doch relativ liberal. Ich glaube, ihr seid nicht die besten Freunde an diesem Tisch heute Abend. Aber irgendwie... Wen hättest du? Findest Dennis liberal? Dennis und Jay, ja. Ich habe okay, das ist echt interessant. Finde ich auch eine interessante Perspektive. Nee, also ihr arbeitet am gleichen Ziel, aber zieht nicht beide am selben Strang. Das ist euer Problem. Das ist meist bei Pizza. Ja. Das heißt, wen würdest du jetzt gerne wählen? Einen von den beiden, was nicht geht. Und das ist gerade mein großes Problem. Jetzt überlege ich. Aber nein, ich würde sagen... Mein nächster Gedankengang war Martin, weil mit dem habe ich schon gut zusammengearbeitet. Das stimmt. Nee, aber jetzt, dann heißt es wieder, oh, ihr arbeitet die ganze Zeit zusammen. Ja, wobei, ihr habt eine rote Blau gelegt. Wäre das okay für jeden oder würde mich das jetzt verdächtig machen bei irgendjemandem? Natürlich. Ihr habt zusammen schon eine Blau gelegt? Ja, die erste. Können wir das jetzt demokratisch beschließen, wen da? Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt wen wählen solltest. Also ob ich ein Nein reinvote, egal wen du machst. Okay. Ich bin mir unsicher, weil gehst du davon aus, dass, also du sagst, Jay ist liberal? Ja, denke cool. ich schon, ja. War das mit Peter? Überhaupt keine Ahnung, der könnte alles. Okay. Ja. Martin ist für dich liberal. Mit dem habe ich zumindest erfolgreich zusammengearbeitet. Du bist für dich liberal. Ich bin liberal, klar. Cool. Dann habe ich jetzt wieder das Problem. 1, 2, 3, 4, 5, das geht nicht auf. Was ist denn Peter für dich zum Beispiel? Peter war für mich liberal, weil Dennis ist für mich Faschist und da wäre ich bei Peter auf der Seite. Sehr vernünftiger. Und das funktioniert irgendwie alles. Das ist Sepp. Liberal. Also. Das ist cool. Ja, genau. Das ist ja noch schlimmer, wenn du Sepp auch noch als liberal mit reinziehst. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das geht ja alles nicht auf. Wir werden ein bisschen außen vor gehalten und ihr macht da so euer Ding oder. Ach, weiß nicht. Also nein, das will ich nicht sagen. Ich bin mir halt bei Michael 50% sicher, dass er liberal ist. Ach, cool. Boah, krass. Nur 50. Geil. Muss ich dazu. Ey, bei dem ich auch 50% sicher. Na, die Sache ist, mit Martin ist der Einzige, den ich jetzt wählen könnte, wo ich ein gutes Gefühl habe. So. Ihr habt schon mal eine Blau gelegt. Ja. Und Hitler ist eh egal, also. Warum nicht? Dann sollten wir mal anfangen zu reden. Warum nicht? Ja, warum hast du das jetzt gemacht? Ich glaube, ich weiß, was warum ich glaube. Das die Einwände hättest du alle eben bringen können. Ja, ja, ich wollte aber erstmal zuhören. Nee, der Einwand ist generell, warum, dass du gar nicht. Ich fand willst. Das schon mal total seltsam, dass du einen Peter, der die ganze Zeit komplett liberal argumentiert hat und eigentlich genauso argumentiert hat wie ich. Das machen doch Faschos, oder? Also nee, er hat aber genauso argumentiert wie ich. Und das machen Faschos nicht unbedingt dann irgendwann. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn dann drei Blaue liegen, ja, sollte es spätestens Faschos umgedreht werden. Faschos versuchen sie auch bei den Liberalen einzuschleimen, das weißt du, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Also ich habe schon so meine Fascho-Leute... ich habe gerade drei Namen in mein Handy getippt. Ich habe... Ja, ich habe auch... Also mittlerweile habe ich meine Faschisten... Meine drei Leute. Faschisten... Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder in die Kacke haue, aber meine drei Faschisten am Tisch... Mikkel, Martin, Bram. Genau die drei Namen genau habe ich drei gerade habe ich in mein Handy getippt. Sehr viel nein. Okay. Alles klar. Wenn wir vier uns der Meinung sind, dann ist aber das relativ eindeutig. Ich bin absolut liberal. Ich finde das cool, dass ihr so eine bist Meinung du auch der Meinung? Bist du nicht der Meinung? Überleg mal. Ich habe noch keine Meinung. Ich habe mir noch aber nicht wenn wir drei schon Leute der Meinung sind... Ja, das ist drei ist einer zu wenig. Das finde ich halt für mich interessant, weil das für mich erstmal eine Richtung vorgibt. Musst du mal, pass auf. Weil drei Leute, die vermeintlich liberal sind. Wenn wir plötzlich in einem Team sind, kann das nicht sein. Genau. Wenn wir dich als liberal sehen, denn genau. Bram hat mich als liberal confirmed. Genau. Das Problem ist, wir gehen so ein bisschen immer von der falschen Seite ran. Man sucht immer so, wer ist eigentlich liberal, weißt du? Und dann ist so, eigentlich habe ich mich gerade mal gefragt, wer ist eigentlich Faschist hier am Tisch? Weißt du, weil da kommt alles zahlenmäßig überhaupt nicht auf. Wenn ich aus meiner Sicht sage, okay, Peter für mich nicht, Jay für mich nicht, Dennis ist es für mich. Christian redet auch. Ich weiß es halt auch von meiner Seite, ob ich Faschist bin Fickst oder nicht. Ja, genau, aus deiner Sicht sowieso. Da muss man sich halt überlegen, wer ist Faschist und warum. Weißt du? Und aber letzte Runde hat er nicht viel gequatscht im Aufhörer. Dann hätte Mikkel ja eigentlich wirklich Peter wählen sollen,
Wie nein? Das fällt doch jetzt auf. Die sind doch beide. Ja, aber dann wäre für die Allgemeinheit wäre es der richtige Move gewesen, wenn Mikkel Peter gewählt hätte, weil dann zwei Lager sich gegenseitig. Es aber blöd, es ist immer besser. Hätte ich mich entschieden, gab nicht. Es diese Lager noch nicht. Er kann eine blaue also weglegen und mir zwei rote geben und ich bin gefickt. Mega scheiße. Und als, ja, aber als, so können sie aber safe selbst, sogar zwei blaue weglegen. Ja, aber wir lassen sie ja einfach selbst, nicht. Selbst, als ich mich entschieden habe, gab es diese Lager noch nicht, okay? Können wir darauf uns einigen? Und nochmal, ja, ja, das ist absolut korrekt. Da gab es diese Diskussion noch nicht. Mikkel, also ich meine, es zählt zwar die New Life Regel, ja, aber Mikkel hat in der letzten Runde auch als Hitler den Fascho gewählt. Und boah, das macht Alter, er vielleicht. Dann muss ich dazu sagen, erst hat jemand anders ihn gewählt. Ja, die beiden haben sich die ganze Zeit gegenseitig gewählt. Und das haben sie jetzt, machen sie es wieder. Ja. Wer hat Mikkel gewählt? Nein, letzte Runde. Ich habe ihm erklärt, warum ich Martin wählen möchte. Und jetzt ist es Martin. Und alle beiden, ist cool, mach es, ist cool, wir verstehen es. Du hast eine blaue gelegt, mach es. Ich mache es, wir haben kein Problem damit. Und jetzt sind wir da wieder ein Strick. Du hast aber echt gesagt, ist cool. Ich habe keinmal gesagt. Du hast gefragt. Du kannst es verstehen. Du kannst es verstehen, doch. Das ist vollkommen egal, was wir gesagt haben, lieber Mikkel. Ja, weil genau, wir haben dich in die Falle laufen lassen. Exakt genau das ist passiert. Wir haben dich in die Falle laufen lassen. Ist ärgerlich. Ich wollte halt wissen, wen du willst. Wir sind jetzt plötzlich Faschisten. Aber ich wollte am Anfang nur wissen, ob Mikkel, wie er entscheiden würde, weil ich habe ihm eine blaue und eine rote gegeben. Ich muss dazu sagen, ich glaube auch nur aktuell, dass du potenziell Faschist bist, weil Mikkel dich gewählt hat. Ja. Kann natürlich auch sein, dass jemand anders. Alter, ich versuche das vorher auszudiskutieren, was ich tue und so. Alle sind sich einig. Ich schätze es aber sehr, dass du so. Ich habe von vornherein gesagt, ich hatte übrigens von vornherein gesagt, das kriegt Nein, die Mikkel-Antwort. Ja, das habe ich von vornherein gesagt. Das hast du aber gespielt schon gesagt. Das hast du gesagt. Ja, das hat auf jeden Fall den Chance da hingelegt. Nein. Eigentlich ist es ja jetzt. Kriegt ein Nein. Ja, ich krieg ein Nein. Kann ja jeder mal wählen einfach. Tut mir leid. Gucken wir, ob uns passen irgendwie. Wählt Christian und dann wählt beispielsweise mich. Ich weiß auch noch, was er macht. Zum Beispiel. Aber deine Argumentation ist nicht schlüssig. Doch. Nee. Ich hab noch nicht gewählt. Oh, Sepp, da war ich schon. War doch nicht so einfach. Das ist ja. Oh, Sepp ist auch bei dir. Cool. Ja, sehr gut. Das ist schon mal. Also, entweder hat sich jetzt ein fucking Faschist hier richtig geil reingeschleust. Was heißt das? Oder wir sind durch. Das heißt, wenn dreimal Nein. Nee, einmal Nein, zweimal Nein, beim dritten Mal Nein, dann kommt eine Random-Karte. Also dann wird einfach die oberste Karte genommen und aufgedeckt, damit quasi nicht die ganze Zeit blockiert werden kann. Irgendwann muss eine Regierung kommen. Alles klar. So, Christian. Da ich bei Sepp noch nicht so, also so bei 90% bin, noch nicht bei 100%, würde ich Sepp wählen. Nee, bitte nicht, weil. Ach, der ist als nächstes Sepp. Genau, erst. Nee, auch. Zu viel Macht. Ja. Nein, auch. Und ihr habt euch am Anfang zu gegenseitig gewählt, da kam eine rote. Habt ihr schon? Keine Ahnung, einfach nur. Wer macht euch beim nächsten Spielführer? Wer ist ein Spielführer? Ja, zum Meinungsführer. Wie gesagt, warum haben die denn recht? Ja, also wer sagt, genau, habt ihr vielleicht nicht. Haben wir vielleicht die ganze Zeit den Ton vor hier. Tut mir leid, weil ich halt, ich bin liberal. Warum bin ich denn plötzlich nicht mehr der Tongeber, Bram? Weil du mit ihm, ich sag nicht, dass du das nicht machst, er spielt halt die ganze Zeit bei den Sprechen. Ja, dann darf ich doch den Tonführer sein. Aber du bist halt da die ganze Zeit beeinflusst. Ja. Ich bin nicht beeinflusst. Ja doch, das war mega hart. Nee, finde ich nicht. Doch, ernsthaft. Das ist ja hier der Schlangenzunge hier von. Ja, wirklich so. Ich habe ganz vernünftige Argumente in diesem ganzen hat Spiel. Nimm gerade den Fall, der gerade passiert ist. Leider ja. Du hast von Anfang an gesagt, Mikkel sollte nicht wählen, ja? Hast du gesagt, alles klar. Was kommt er dann halt nachher an? Ja, wir haben ihn in die Falle laufen lassen. So nach dem Motto, weißt du? Waren seine exakten Worte. Das war auch genau das, was er gesagt hat. Ja, er redet ja aber immer nach dem Mund. Warum sollte ich also ihm vertrauen? Ich finde Peter auch. Gut, ich hatte vorhin gesagt, aber ich muss mir Honig auf den Maul schmeißen, damit ich auf seiner Seite bin. Ja. Das stimmt, das schafft Peter. Sollte Peter ja, genau, sein. Das meine ich halt nur. Okay, warum, also warum, dass ich dir vertraue, ja, warum soll ich ihm vertrauen? Nimm mir einen guten Grund dafür. Außer, dass du es cool findest, dass er dir halt Honig ums Maul schmiert. Aber wenn wir ihm nicht vertrauen, ist immer noch nicht die Hitler-Wahl. Ja, aber die blauen Karten haben die beiden aufgelegt. Das zählt nicht. Das stimmt, Peter. Aber Peter spielt ja dann liberal-mäßig, aber beeinflussend. Das heißt, er wäre ja ein potenzieller Kandidat für Hitler und das wäre jetzt scheißegal. Jetzt, genau, das würde ich nämlich auch sagen. Selbstmimik ist so, als wenn er liberal wäre, weil er nachdenkt. Aber es ist im Moment. Es wäre jetzt faschistisch. Das lässt sich manchmal auch laufen. Okay, also Christian hat ja alle schon liegen. Liberale Argumente. Also ich habe mich entschieden. Ich habe mich jetzt auch entschieden. Gerade so eine Vierergruppe. Christian hat gemacht, das finde ich. Ja, aber jetzt werden wieder neue Karten gezogen, das mache ich nicht so gerne. Ich weiß. Aber von mir kriegst du ein Ja. Let's go! Wird Emil ja gewählt.
Das ist korrekt. Nein. Nee, ich will und Peter nicht. Hab ich dir okay, das war jetzt echt. Mikkel, das ist ungünstig für uns beide. Ja. Nee, aber. Ich lass mich da nicht mit reinziehen. Ich kann das nicht. Jetzt bin ich bei den ganzen Leuten fishing. Ja, aber das ist halt irgendwie super komisch. Weißt du, dass er liberal ist? Ja, aber warum solltest du das sein? Aber, okay. Warum sollte ich das sein? Ich rede ihm immer nach. Ja, doch, ich sag was und er redet mir nach. Das stimmt gar nicht. Er hat die Idee gebracht, zwischen Mikkel nicht zu wählen, sondern zu überspringen. Dein Wort war darauf, da haben wir in die Falle gelockt. Ja, aber das ist halt nicht deine Idee gewesen. Klar, auch wenn meine Idee. Nein, auch wenn er versucht zu verkaufen, war seine Idee. Das weißt du, weil du in meinen Kopf gucken kannst, oder was? Ja, aber er hat zumindest gesagt, er ist laut geäußert. Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei rote und okay. Blau. Was war da los, Christian? Drei rote. Okay. Mach mich zum Präsidenten. Das ist jetzt scheiße. Geht nicht. Mach Peter zum Präsidenten. Geht nicht. Mach Sepp zum Präsidenten. Sepp kann zweimal Präsident werden. Kanzler. Ich kann nicht zweimal. Warum kannst du nicht? Der läuft doch jetzt weiter. Die Wahl ist erfolgreich. Die läuft doch jetzt weiter, genau. Stimmt, sehr gut. Sehr gut. So, wenn du bist Präsident, warte. Du bist nix. So. Du kannst mir Präsident geben. Wenn du liberal bist, dann solltest du so agieren. Ja. Weil ich danach bin. Das ist okay. So, das Böse ist nur. Werde ich jetzt auch gesagt. Möchtest du einfach machen? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Safe. Ja, schon wieder. Für mich ist also, hätte ich jetzt auch gemacht. Ja, aber Peter geht halt nicht. Und naja. Von der Vierergruppe, die sich gerade zusammengestellt hat, ist das die einzige. Vielleicht bist du Hitler und ich bin komplett gefickt. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Alles cool. Also, nee, alles cool. Ich nehme es ja auch an. Ich habe ja sogar gezögert, weil ich nämlich der Meinung persönlich bin, dass einer von euch beiden mega hart wie Hitler spielt. Cool. Ja, aber er ist nicht. Ich bin genau. Nicht. Und das finde ich dann jetzt gerade einfach sehr interessant für mich. Deshalb musste ich mal eben kurz in mich gehen, weil dann Peter für mich sehr gestiegen ist in hey, ich bin Hitler. Ja, das was ist nicht nein. Was nicht heißt, dass du es bist. Es können immer noch super gut. Aber die Peter drei ist jetzt sein, nicht an der Wahl beteiligt. Aber genau. Für die Wahl später würde ich mir wünschen, dass du Präsident bist und du ihn wählst. Das ist doch okay, solange können wir, wir sind so weit verteilt. Meinetwegen ist das okay, wenn Peter nicht Präsident ist. Gleich bist du Präsident. Stimmt. Also, das ist schon. Deswegen, wir erzählen schon wieder vier Schritte weiter. Also, wir sind jetzt dabei. Wir machen jetzt erstmal weiter. Kannst du ja machen. Ich hoffe, du bist jetzt einfach. Was hat Sepp denn bisher gemacht, ehrlich gesagt, Mann? Mit mir eine rote gelegt. Zwei rote schon gelegt. Ich habe zwei rote gelegt. Und ich vertraue ihm. Doch, ihr habt den erste habt ihr beiden gelegt und die zweite, dritte habt ihr beiden gelegt. Nee. Ich habe nur die erste gelegt. Ich war nur einmal dabei. Die habe ich gerade mit Peter gelegt. Ja, ich war verwirrt. Wir haben die rote gelegt, ihr habt die rote gelegt und da ist die rote gelegt. Ja, ich habe alle rote gelegt. Okay. Da kann ich nichts für. Safe, wenn das halt mal würde ich auch nicht. Alter, ich kann da nichts für. Ja, dass das keiner sieht, aber. Okay. Ich traue mich nicht. Ich erzähl's mal, ja. Ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich das gut. Also, ich glaube, dass er nicht Hitler ist, deswegen. Ja, ihr beide seid cool. Ja. Wow. Ich glaube, Hitler ist eher cool. Rechts von mir. Bist du Hitler? Krass, Peter. Bist du Hitler? Nein, bin ich nicht. Danke. Aber Peter hat schon so selbstsicher gesagt: hey, ist alles cool. Ja, weil du nicht Hitler bist. Wir vier sind die Liberalen. Wir haben eine, also genau, da hat sich eigentlich eine Vierergruppe gebildet. Entweder hätte man jetzt sagen, aber ich finde das krass, dass du gebildet mit dem Typen, der alle Roten gelegt hat. Ja. Weißt du, so, ja, so, ne, so die Rest, der Rest da würde ich auf jeden Fall sagen, alles cool, wenn ich Hitler wäre. Ja, das ist cool. Ja, sicher. Wenn du innerhalb der Vierergruppe bist als Hitler, sagt man natürlich alles cool. Natürlich, dass man das. Ja, macht doch nur Sinn. Ja, natürlich macht das nur Sinn. Dann muss jetzt langsam mal wieder eine blaue Beise. Ach, komm, Sepp. Warum machst du das eigentlich immer? Das ist ganz schön witzig. Ich hatte die Wahl, zwei rote hatten wir, ich habe eine rote abgelegt. Nein. Peter. Wie viel blaue haben wir diese Runde schon weggelegt? Peter. Nee, stimmt, du bist jetzt. Wie viele blaue haben wir jetzt weggelegt? Jay hatte mal eine weggelegt, um Rammen zu forcen. Aber es müsste in dem Stapel da sein dann. Christian muss jetzt. Wenn wir die Viererkonstellation weitermachen, muss jetzt Christian sein. Wer war gerade Präsident? Aber Christian hat eine rote gelegt. Jay. Und du bist Kanzler. Nee, doch. Gewesen. Genau. Eine blaue liegt hier, eine blaue liegt da. Ja. Keine Ahnung. Mindestens. Kann sein. Also pass auf, wenn du davon ja ausgehst, dass Jay dein liberaler Kollege ist, dann ich denke, wir können ihm glauben, dass er eine blaue weggelegt hat, um quasi zu forcen. Dann ist eine safe da drin. Und bei der anderen ist es nicht sicher. Du hast jetzt gerade einen weggelegt? Nein, ich habe eine rote weggelegt. Ja, Leute, stimmt. Du kannst ja nur forcen auf blau, wenn du rot weglegst. Ja, genau.
Vorhin dann habe ich Bram könnten geforst. Theoretisch sogar noch zwei da drin liegen. Ich habe Bram vorhin geforst. Blau zu legen. Ja. Ja, genau, dann muss also er ja eine ablegen, das meinte ich. Genau. Dann muss er ja eine blaue ablegen, das heißt, eine ist auf jeden Fall. Ist komplett da. Egal. Lass erstmal weiter so, Mann. Das klappt. Mich würde das einfach nur interessieren, wie viele blaue da vielleicht drin sind. Eine. Höchstens. Ist das wichtig? Für mich schon. Also, ich meine, bei der Wahl jetzt? Bei der Wahl nicht. Für mich persönlich ist das nur wichtig. Okay. Damit ich weiß, was auf mich schon zukommt. Okay, wenn ich jetzt sowieso zwei blaue bekomme, dann wähle ich einfach irgendwen und gebe dem zwei blaue, genau. Und dann ist mir das egal. Ja. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ich eine blaue nur Nein. habe, ja. muss ich jetzt den richtigen gehen. Ja, wir sind die ganze die Vierergruppe. Warum willst nicht du jetzt Christian. Darüber leben? Christian hat alle roten ja. gelegt. Das stimmt. Ja. 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 Können wir jetzt weitermachen? Wir waren gerade zusammen. Chill, Alter. Warte. Lass den Sebastian. Ich darf ihn nicht in die Ecke ziehen. Ich wollte sagen, was du möchtest. Ich wollte nur drüber reden. Ich wollte einfach nur wissen, ob da noch eine oder zwei Leute sind. Ich weiß es nicht. Ich habe dir gerade bei der Wahl vertraut, dass du liberal bist. Das stimmt. Ich hänge mich da jetzt gar nicht rein. Weil ich. Solange du. Ich würde nur gegen bei Christian gegen schon. Hitler legt keine drei roten. Natürlich, weil denen ist mir schon klar, dass du bei Christian schwimmen würdest. Der sagt, dass du Hitler bist. Weil die Kanzlerwahl jetzt ansteht. Ja, aber du kannst ja auch Fascho sein. Ja. Ja, das stimmt, da kann er mich ja erschießen. Ja, aber dann sind sie wieder einen Schritt weiter. Was jetzt bei dem Punkt stand, ne? Wen würdest also, du denn vorschlagen? Du würdest jetzt. Das ist schwierig. Ja, ich würde einfach nur aus persönlichem. Also, ich will mich gar nicht vorschlagen, aber. Ja, dann wähl doch Christian, wie du ja, ist ja. Das wollte ich ja auch. Jake, Christian redet doch ab. Christian redet. Warum müssen wir das hier alles sehen? Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Danke. Das glaube ich nicht. So. Also wenn du wirklich liberal bist, mir jetzt nicht auch noch eine Rote rausgeben willst, ja? Deshalb wollte ich ja wissen, Sebastian, wie viele Sebastian, Blaue da noch warum, also warum reden die drei nicht? Wenn einer von denen liberal wäre, müsste einer von denen voll komplett ausrasten. Tut keiner von denen. Ich habe gesagt, ja, ich vielleicht bin nicht immer alle so impulsiv wie du. Christian zu wählen, ja. Ja. Dagegen warst du. Ja, habe ich auch. Das ich ist mich auch dagegen ganz, die wehren sich schon nicht mehr. Schon seit Runden nicht mehr. Wir sind schon seit das mehreren Wahlperioden zu viert hier unterwegs. Das hätte schon vorher sein müssen. Wer fehlt noch? Ich. Haben alle gewählt? Nee, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, du könntest ein Fascho sein. Ja, chill. Nein, und du könntest jetzt eine blaue Regel wählen. Ich habe wie in dem letzten Scheißspiel auch einfach dreimal viel Pech gehabt. Nee, so viel Pech kann man eigentlich nicht haben. Dreimal ist schon ganz schön häufig. Okay, dann bin ich halt. Pass auf, dann bin ich dreimal verarscht worden. Aber das ist ja, dreimal habe ich dir die halt zugeschoben. Nimmst du es mir persönlich, weil ich selber nicht wähle? Einmal gibt es ja zu. Einmal habe ich drei Runden. Er musste drei Runden. Weil ich drei gezogen habe. Und er könnte da nichts tun. Ich weiß nicht, wie das beim anderen war. Weil eigentlich ist das egal, was du liest. Ja. Ich wähle nach meinem Bauchgefühl. Und mach das. Ist nichts Persönliches. Nein. Ja. Das ist nichts Persönliches. Dachte ich mir schon fast. Bist du nicht Hitler? Überraschung. Die Schlange. Komm, ein bisschen hat er gezittert. Ja, war schon. Wäre lustig gewesen, aber nein. Ja, wäre lustig. Hast du drei in der Hand? Ja. Cool. Klar. Ja, dann mische ich. Warum sollte ich denn nicht drei haben? Ja, weil der mischen muss. Wenn jetzt nicht drei gehabt hätte, ist aus Versehen. Aber wir hoffentlich müssen wir gar nicht mehr weiter mischen. Wir sind nämlich am selben Punkt angekommen wie vorhin. Komm, der Sieg ist nah. Und wir müssen schießen. Ah, verdammt. Oh nein. Das ist nicht geil, Peter. Nimm nicht Peter. Jetzt hast du die vierten Schreiber. Nein. Vier rot. Scheiß. Weißt du, da geht. Nein. Da gibt der dicken Fick drauf, der hat vier rot. Ja, und ich bin der Fascho. Da wollte mich eigentlich verarschen. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin den richtig in die Scheiße geführt. Ja, aber Sepp weiß, dass ich zumindest bei ihm zweimal nicht die Wahl gehabt habe. Genau. Wie viele hat nicht? Ja, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja, deshalb wollte ich vorhin ja auch definitiv wissen, wie viele da drin sind. Schießen wir? Nicht auf Bram, würde ich sagen. Nee. Schieß auf Nickel oder Martin? Ich denke Peter oder. Du bist nicht Hitler. Ja, untereinander schon zusammengespielt. Ich bin nicht Hitler. Auf mich zu schießen wäre dumm. Ich bin Hitler, das wäre ganz schön geil, wenn ich Hitler wäre. Dann wäre ich nämlich vorhin schon gewonnen. Ja, wobei, aber wenn du. Aber pass auf, wenn du jetzt Hitler wärst, das zweite Runde war. Du hast mich gewählt, richtig? Aber du kannst, wenn du Hitler wärst, keinen aus der Vierer wissen, ob er. Er wurde erkannt, er hat ihn erkannt als. Ich habe ihm eine rote und eine blaue gegeben und hat sich für die blaue entschieden. Ja, später wollte Mikkel dann mich wählen und das wurde abgelehnt. Er ist nicht Hitler. Ich bin nicht Hitler. Hier ist niemand Hitler. Ich möchte dir eine Karte geben. Hä? Damit wir den Überblick nicht verlieren, weil das ist wichtig. Für mich. Das willst du noch irgendwer hier? Fascho 1 oder Fascho 2 möchtet ihr noch? Ich bin fucking liberal.
Stimmt dann nicht. Am Arsch, Alter. Ey, ich frag also, ich find's krass, ne? Er legt alle ohne Rote. Leg Peter um. Ich gebe sehr gerne zu, dass vier rote Karten einfach der absolute Obershit sind. Aber ich habe halt bei keinem die Kackwahl gehabt. Du hast jetzt halt die Chance, es hat doch, zu es hat doch noch keiner. Bram, du hast mir auch mal. Du warst mal Präsident, ich war Kanzler, oder? Also hatten wir das diese Runde? Ja, vielleicht. Der ist auch kein Fall. Deswegen, also es hat noch keiner geschrien, dass ich eine blaue weggelegt habe. Peter auf gar keinen Fall. Peter, ich hoffe nicht, dass du mich auch nicht erschießen möchtest. Also, das nicht, ich hoffe mal, dass wir. Also, du willst jetzt nicht Peter erschießen, ne? Nein. Das habe ich direkt von Anfang an gesagt. Jetzt ist die Frage, wer von den dreien? Jim versucht so zu manipulieren in der Runde. Er redet so. Ja, weil er halt. Ja, aber der hat sich so reingesteigert. Ich, weiß ich nicht, ich bin mir da nicht sicher. Meinst du, wer Mikkel? Meinst du, wer Mikkel? Ja, Mikkel ist schon wieder Hitler. Aus. Ich bin auch Gustav. Also, ich weiß nicht, was lustig ist. Aber ist ja, dass Martin am Anfang Mikkel gewählt hat. Und entweder der hat sehr super viel Glück gehabt, weil er als Hitler den richtigen Fascho gewählt hat, oder er hat als Fascho Hitler gewählt. Was meine Theorie ist. So, dass ich sagen würde, also ich Mikla kennen. Ich würde Peter erschießen. Ich will auch Peter erschießen. Ich würde auch Mikla entscheiden. Also Sepp, ich werde nicht bei Mikla. Ich würde Martin erschießen. Bei Mikla bin ich mir nicht zu 100% sicher. Und er wird der Runde vorher bei Hitler. Also immer eine Münze werfen? Ja. Oh, sorry. Bei Mikla bin ich mir nicht zu 100% wahrscheinlichkeitsmäßig. Ich möchte Chef bin. Ja, ja, nice. Ich kann halt nur nicht, das kann ich halt nur nicht verstehen. Das hat keine Sau interessiert. Aber ist egal. Nicht interessiert. Es ist egal. Selbst wenn er Fascho ist, er ist nicht Hitler. Genau. Wenn er den Move noch zweimal macht, gewinnen die auch so. aber du musst doch aber trotzdem noch sagen, Sepp ist gerade der ne, den Finger um den Knopf hat. Ja. Und er hat selber gesagt, der hat mir zwei rote zweimal gegeben. Das heißt, zwei rote, ne, weiß er, habe ich keine Wahl gehabt. Einmal hatten wir beide das Vergnügen, da hatte ich auch keine Wahl. Das heißt, ich kann eigentlich nur bei einem Mal beschissen haben. Und von Jay, ne? Und das Recht. Und von Jay. Und der zählt auch als Liberaler. Ja. Und das ist das Problem. Das glaube ich. Okay, das ist eine gute Argumentation, ja, aber das ist trotzdem halt ein unfassbares Bild, was du da hingelegt hast. Ich würde Peter erschießen. Nee. Komm, weißt du, wenn Peter nicht, dann Martin. Weg die so. Mal guck mal, bei Martin sind wir mittlerweile 5. Boah, das ist jetzt mein Guess. Das ist jetzt mein Guess. Sagt ihr das, weil beim Mikkel tatsächlich Hitler ist? Okay, oder? Wenn ihr mich erschießt, wisst ihr auf jeden Fall, dass... Du Fascho bist? Nee. Du musst es übrigens vielleicht nicht revealen, was du stimmt, bist. Außer du bist Hitler. Aber du, also, sag, ich du kannst ja auch liberal sein, wenn erschossen werden, das sagst du nicht. Die Leute, die erschossen werden, die sagen einfach nur, ich bin Hitler oder ich bin Hitler. Also du sagst gleich nur, du bist Hitler oder nicht. Okay. Fertig ist. Und du darfst danach nicht mehr reden. Okay, ich dachte gerade, das wird dann auch. Das ist dann so wie bei TTT zu sagen. Okay. Nee, das wäre falsch. Falls du erschossen wirst. Weil es geht ja potenziell weiter. Du kannst ja auch aus Versehen liberal erschießen. Ah, okay. Nimm meinen Weg mal, Martin. Okay. Mir ist das scheißegal. Ich meine, Martin ist auch okay, aber. Martin hat sich auch schon damit abgefunden. Ja, ganz ein bisschen. Komm, dann kannst du auch drauf. Weil hier ist der Stift. Ich weiß nicht, kleiner. Ich weiß nicht, das ist jetzt der offizielle Stift da hinweg. Hast du den nicht im Mund gehabt? Zweimal. Ja, aber der musste nur da hingelegt werden. Wir wollen doch nicht den neuen direkt hier haben. Komm, ab dafür. Doch. Das ist lustig. Nein, keine Ahnung. Es wäre aber cooler, wenn du Mikla direkt triffst. Meinst du Mikla oder Mikla? Ja, cool. Mikla oder. Also wenn du Hitler treffen willst, dann musst du Peter nehmen. Du musst aber bedenken, wie hoch ist die Chance, dass er als Hitler direkt den Fascho am Anfang wählt? Wie hoch ist die Chance, dass er zweimal hintereinander mit Hitler... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn als Fascho... Was? Er ist ja... Er hat ja angefangen. Überlegen wir, er wäre Hitler. Er ist in der zweiten Runde dran gewesen. Hat direkt Mikkel gewählt. Das heißt, er wäre Fascho. Er kann das ja noch gar nicht wissen. Das ist die Theorie. Das ist ja auch meine Theorie, weswegen ich Mikkel... Genau, weil wenn er Hitler wäre, wäre das mega der Glück. Jay ein. Das mega das Glück, ja, das hat sich gerade erledigt. Ich habe Hitler. Ich habe Martin angeguckt. Okay. Ich habe Martin angeguckt und er ist so nervös. Guck dir diesen Finger an! Dieser Finger ist es! Du hättest auch einfach mal auf uns hören können. Ja. Auf dich! Nein, Peter. Schlangenzunge. Ja, natürlich, nachdem du das gesagt hast. Ich bin jetzt einfach nur gespannt. Er hat auch Martin gesagt. Aber eure Argumente, Peter, eure Argumente waren super nachvollziehbar. Ja, du hast voll recht. Aber seine Sprache von hier ist, finde ich, interessanter. Ja. Du musst wieder Bram hingehen, bei lieber Mikkel, safe, Peter. Bei Mikkel hast du auf jeden Fall immer das Problem, du kannst ihn nicht vom Spielerischen lesen. Wir hatten immer Probleme, ihn vom Spielerischen zu lesen. Aber Leute, real zu lesen, da hast du mehr Chancen. Martin hat mich gerade mega verunsichert.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das hätte sagen dürfen. Nee, hättest du nicht sagen dürfen. Okay. Und hätte ich ja nicht sagen das dürfen? Hat keiner gehört wahrscheinlich. Nee, dann so. Ist das so spielrelevant, dass es besser ist, wenn es alle wissen oder wenn es alle gesagt haben? Ich bin jetzt einfach nur mal gespannt, was jetzt passiert. Ich glaube, das ist game-breaking. Leider. Tut mir leid. Könnte gut sein. Ich glaube, der war innocent. Was? Warum? Ich glaube, er ist der andere. Weil? Du gerade einen Innocenten gekillt hast. Und deswegen ist die Argumentation von euch beiden, die ja so gut war, und mein, hey, kill mal Martin, hat er das genommen. Nicht, weil ich da real argumentiert habe und ihr gesehen habt, wie real er da nervös war. Ja, der spielt zum ersten Mal Secret Hitler mit auf Kamera und bla und alles. Ob er innocent ist oder nicht, das weiß ich nicht. Der Fascho, ne? Ich weiß aber, dass ich innocent bin. Ernsthaft, der sitzt rechts von dir. Ich finde das halt so krass. Also, die Frage ist nur, wenn du Peter belabern lässt. Das ist unglaublich. Wenn er am Ende des Abends noch diese komische, fette Gestalt, die Goku und Vegeta gemacht haben, als sie fehlfusioniert haben, so ein Wobbel oder was. Wir sind alle. Er kriegt was, ja. So heftig, Alter. Wir sind eins. Wie Peter einfach das Spiel dominiert. So, Jungs am Tisch. Wen wählst du denn jetzt? Wen wählen wir denn jetzt? Also ich möchte ja mal sagen, ich bin nicht Hitler. Ich weiß, aber ich darf dich nicht wählen. Warum denn? Du hast ein Ding da vorne liegen. Ja. Ich habe eh schon abgeschlossen. Ja, du sagst eh nein. Wähl theoretisch Jake. Logischerweise. Peter. Du magst mich nicht. Und ich verstehe halt nicht, warum. Ich habe dich confirmed. Ich habe blau gelegt. Was passiert, wenn wir eine 3-3-Situation haben? Dann geht der Ding einen nach vorne, der geht übrigens zurück, weil er hat stattgefunden. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Warum? Wenn er wirklich, ich weiß, was du meinst. Ja, wen willst du denn wählen? Weiß ich noch nicht, warum du das meinst, Peter. Leider wissen wir das nicht, aber. Ich hab's schon gesagt. Ja. Dass er meint, das wäre Game-Breaking jetzt, oder was? Nee, er hat gesagt, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich glaube, er war innocent. Weil er das gesagt hat, sonst wird das nicht sein. Außer er will uns alle verarschen, aber das glaube ich nicht. Das wäre echt der so Meine, du bist einfach dummer. Ja. Und da du bei dir komischerweise die ganze Zeit immer auch die roten Bike rauskam und du gerade den Innocenten gekriegt hast. Zweimal! Alter! Zweimal! Das hätte ich nicht die ganze Zeit gepredigt hier. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt gerade eine 3 vs 3 Situation haben. Zweimal! Moment! Du darfst gar nicht sagen, du bist tot. Doch, Kameras! Kamera. Also wird das jetzt vermutlich über eine Random-Karte entschieden. So, scheiße. So war das aber kacke, weißt du das, Peter? Ja, das macht keinen Spaß. Ich weiß. Boah, er wird schon großkotzig, ja, ey. So eine Scheiße, ey. Wir haben schon jetzt verloren. Mann! So wer von euch ist denn der blöde Scheiß-Spacko? Du? Er! Ja! Ja, wie? Achso, ihn jetzt. Er ist es jetzt. Als ob du ihn nicht gesagt werden. Ah, okay. Potenziell jemand. Nimm mich, ich will, ja. Du hast schon gelebt. Ah, hoch. Ich wollte nur, dass das Thema endlich vorangeht. Ne, ich hab Zeit. Gut. Du hast nicht so viel Sitzfleisch. Nee, so viel Zeit hast du nicht. 29 Minuten. Okay, nee, er hat ja auch den bequemsten von allen Stühlen. Das stimmt allerdings. Wir sind halt halle Marsch. Das stimmt. Also, ihr beide werdet eh nein stimmen, wa? Christian, wir setzen gerne. Warum wollte ich dich auch nicht als. Wer war denn gerade? Ich war gerade. Ja, okay, ich darf dich jetzt aber nicht. Das ist richtig. Wieso seid ihr so? Von denen ich darf. Okay. Jay. Was? Ihr seid euch mega einig, das finde ich gut. Ja. Weil bei Jay bin ich mir sicher, dass er liberal ist. Das ist gut. Und die Wahl. Warum hast du nicht auf mich gehört? Wieso habe ich nicht auf dich gehört? Ich habe es dir ganz genau erklärt. Wählt nein. Ganz genau erklärt. Nee. Ja, wir haben es genau erklärt. Ich will ja, weil du bist liberal. Unser Argument war, glaube ich, besser als deins. Denke ich auch. Okay, oder weil ihr meint, vom Play. Er ist der Fascho, war vorhin das Dingens und er ist der Hitler. Die waren beide gleich. Die waren von der Wahrscheinlichkeit waren sie beide gleich. Egal. Ja, egal. Okay, wir werden. Es geht um eine Wahl. Egal. Nein. Okay, ist egal. Ja, jetzt wird sich halt zeigen, was Sache ist. Genau, jetzt muss er eh gewählt werden. Jetzt wird Aktion machen. Ich würde gerne ja wählen, weil er liberal ist. Ja. Ja. Genau, deswegen. Also, ihr beiden seid jetzt plötzlich auch liberal. Nein, Hitler wird nicht gewählt jetzt. Das ist mir wichtig. Aber jetzt ist klar, dass wenn die Wahl jetzt durchgeht, Bram die Rote forcen wird und einen erschießen wird. Deswegen nein. Ist doch klar. Also alle Liberalen sind jetzt nein. Das ist aber Technik. Ist doch sowas von safe. Nee. Okay, let's go. Okay, einfach schon revealed sich noch nicht. Damit. So, ich würde jetzt gerne Jonathan wählen. Nee. Wer? Hat an der Uhr gestrichen. Willst du ja? Weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, ich halte ihn für liberal. Lass mal gucken.
Wieso? Warum soll er jetzt nicht reden? Du redest doch die ganze Zeit, warum darf er jetzt nicht reden? Weil es interessant ist. Du nimmst die ganze Zeit Einfluss hier auf Leute. Ja, ja, ich bin ja auch der Liberalste am Tisch. Okay, ja, sehe ich auch so. Aber du hörst mir nicht mehr Problem zu. Ich weiß nicht, wen ich von den beiden jetzt vertraue. Ob ich Peter vertraue oder Christian vertraue. Und entweder gebe ich jetzt Peter die Macht oder ich gebe Christian irgendwann die Macht. Christian, ich glaube, wenn du Ja gewählt hast, solltest du das jetzt vielleicht kurz sagen. Ich habe Ja gewählt. Darf man doch vorher gar nicht. Kann doch sagen, klar, du kannst sagen, was du möchtest. Das kann auch sein, dass ich Ja gewählt habe. Das kann ja auch Fake sein. Genau, das ist eine Lüge. Nein, genau, ich kann auch gefaked sein. Ich darf es nicht zeigen. Ich wollte nur mal ein bisschen. Also, wenn du jetzt Christian vertraust und Jay, die beide Ja gewählt haben. Ich vertraue. Genau, also pass auf. Was hast du gewählt? Ich habe logischerweise Ja gewählt. Ich will nicht, dass Peter schießen darf. Ja genau, Peter wäre ja dumm, wenn Peter, selbst wenn Peter Nein gewählt hat, dann nimmt er sich ja selber die Macht. Also entweder, Chris, entweder wird es so sein, dass ich schießen darf und Peter wähle, wenn jetzt Nein kommt, oder Peter schießen darf und mich wählt. Also entscheide dich. Willst du ihn? Du hast gerade gesagt, er wäre Hitler. Das heißt, die einzige Konstellation, die noch in unserer Vierer-Konstellation möglich ist, ist diese. Der darfst du Hitler schießen lassen. Doch. Nein. Du darfst Hitler nicht schießen lassen. Dann darf ich Hitler nicht schießen lassen. Also du willst ihn lieber wählen lassen? Nein, ich möchte, wenn dann, dass du schießt. Aber dann wählen wir ihn als Hitler. Ja, eben. Nee, nein, nicht. Du musst ihn ja nicht wählen. Kann ich nicht. Ihn du hast die Dingens. Ja, ja beide noch, die Dingens. Ja, beide wenn die er jetzt Nein sagt, es dann muss so sein. Nein, ja. Doch, das muss durchgehen. Es muss jetzt durchgehen. Oder ich wähle ihn als Hitler. Also, als Hitler. Ja, Selbstargumentation. Du hast gerade gesagt, dass er Hitler ist. Also, du musst jetzt, naja, mach was du willst. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Martin eventuell ein Liberaler gewesen sein könnte, finde ich dieses ganze Zögern gerade krass. Ja, vor allem gerade selbst rauszögern ist halt dumm. Weil aus meiner Sicht vielleicht Peter oder Christian ist. Genau. Gut. Du willst es aber auch nicht. Doch, ich verstehe das. Du hast mich schon abgeschrieben, nur weil Peter das gesagt hat. Ist denn hundertprozentig safe, dass wir einen Liberalen... Vielleicht haben wir gar keinen Liberalen getötet. Ja, aber das kann aber auch sein. Aber das wäre cool. Einer von uns das wäre cool, aber dann müsstest du jetzt trotzdem auf Ja wählen. Und vielleicht hat er gesagt, das hätte er nicht sagen dürfen. Wenn wir keinen Liberalen getötet haben, dann ist keiner von uns der Böse. Dann sind wir alle cool. Ja, wenn, aber du selber sagst, wir haben einen Liberalen. Also, warte mal, Liberalen. Darf ich kurz noch was fragen? Was ist gerade entscheidend? Und dann muss einer der Böse sein. Du willst jetzt, pass auf, du willst jetzt entweder Ja oder Nein, ja? Wenn du, Peter hat ja angeblich Ja gelegt, ich habe auch Ja gelegt, entweder, okay. Sehr gut. Ich will, dass Jay Präsident ist. Ja, er hat Nein gewählt, weil er auch ein Fascho ist. Nein, weil ich das vorher erklärt habe, Peter. Ja, du bist ein Fascho. Okay. Das heißt, das wird jetzt... die ganze Zeit schon, Peter. Das heißt, das wird jetzt random. Ja. Ja. Du willst, dass Jay schießen kann? Ja. Das heißt, du musst jetzt ein Ja stellen. Drückst du jetzt ein Ja? Ja. Ich will nicht, wirklich? Ich will nicht, dass Hitler gewählt wird. Dann mach ein Ja. Wen hast du gewählt? Mich. Ja, ihn. Dann, ich hab doch gerade gesagt, nicht Peter wählen. Ach so, das jetzt willst du wieder was anderes. Nein, du hättest jeden anderen wählen können. Mach das jetzt ein Ja. Ich nehm nicht mach ein Ja, ich nehm alles auf mich, wenn er Hitler du hättest ist. Sogar... Ich hätte die gesamte Schuld auf mich. Ja, hättest nein. Du hättest sogar... Das ist ja mega krass. Was wäre ja. Ey, komm, Moment. Da bist du aber selber schuld dran gerade, weil wir gesagt haben, ich bin ja safe nicht Hitler. Das hätten wir auflösen können, indem die Wahl durchgegangen wäre. Wenn du Hitler warst. Nein. Pass auf, Jay, hör mal auf mit zwei Gesprächen. Immerhin denkt er. Er sagt ja jetzt selber, die Konstellation ist scheiße. Da ist er selber mit dran schuld. Wäre die vorher durchgegangen, wäre ich bin safe nicht Hitler jetzt dran. Ja. Da bist du selber. Wenn das ist jetzt alles egal, Christian. Der ist ein Fascho. Der wird jetzt Nein wählen. Das heißt, es wird eine Random-Karte kommen. Das heißt, entweder gewinnen wir direkt mit der blauen Karte oder kommt eine rote und er darf schießen. Nee, bei der Random-Karte darf man nicht schießen. Doch. Darf man. Ja. Doch. Ja, dann haben wir falsch gemacht. Regeln falsch gespielt. Ja. Oh, cool. Das heißt, da haben wir, ganz schön wir gewinnen gespielt, auf jeden Fall, ne? Egal was du machst. Und du bist Fascho. Nein. Und ich bin Fascho. Ja. Peter ist Hitler. Ja, das wäre auch lustig, wenn Peter Hitler wäre. Peter Hitler wäre, dann hast du das Spiel ja. Dann gewinnt ihr auf jeden dann Fall. Peter, so, dann sind wir durch. Dann hat Peter das Spiel seines Lebens gemacht. Bist du Hitler? Ach nee, ist ja nicht die Schwarzstadt. Random Card. Nee, wird die Oberste genommen. Alter, jetzt hab ich fast fallen gelassen. Mann. Okay, ich hab's auch schon gesehen, aber... Ja. Okay, wen tötest du lieber, Jonathan? Das muss er auskosten. Das ist schwierig. Also, dich nicht, dich nicht, mich nicht. Das ist mal interessant. Willst du nicht selbst erschießen?
Ich erschieße mich selber. Ich war Hitler. Ich hatte vorhin Mickel gesagt. Vorhin hatte ich Mickel noch gesagt. Kannst auch mal. Vorhin hätte ich auch. Also das ist, glaube ich, immer noch der Hitler. Also von daher. Der Hitler sitzt rechts von mir. Ja, aber der. Aber der ist schon lustig wäre aber auch die andere Alternative. Der ist nicht konfliktiv. Also das ist eigentlich. Also. So. Wir wollen auf Sieg gehen, also Kim, Hitler. Ja, versuch Hitler zu killen. Ja. Du bist tot. Ja, ihr habt Hitler wieder erwischt, Alter. Ja, boah! So, unglaublich, wie schlecht gespielt. Auf den letzten Meter selbst. Warum hast du nicht Peter gekillt? Was? Ich dachte, du warst jemals wirklich? Ja, also, ganz ehrlich, ich dachte mir so, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst halt Mann und spielst halt darauf, dass sich die Innocenten weiterhin als innocent denken, das wird nicht lange funktionieren. Weil Christian mega trustworthy ist, obwohl er vier Stück gelegt hat. Das sind fand die, ich halt dass nicht. Das ist nicht von abgerückt, die beiden. Sondern dachte ich mir so, dumm. Okay, dann reveal dich direkt und kill den. Dann hätten wir die Klappe, zumindest. Dann hätten wir aber ein Problem gehabt, dann wärst du safe confirmed gewesen. Ich wäre safe confirmed. Du warst auch so safe confirmed. Aber nein. Ja, jetzt am Ende. Erst am Ende. Aber wie ein Lucky. Erst sehr, sehr schwierig. Aber in der Zeit ist nur eine Karte gewonnen. Seitdem ist nicht ein Lucky. Er hat die ganze Zeit blau weggeworfen. Was mich nur interessiert, die zwei roten, die du mir untergejubelt hast. Da hast du weggeworfen, oder? Weil das war wer hat mir noch gegeben? Bram, du hast mir auch gegeben. Du hast auch weggeworfen. Alter, ich werde hier nur gerankt. Ich habe vier rote gelegt. Ich habe nie die Auswahl gehabt. Aber wir haben unser Vertrauen in dich nie verloren. Das war böse. Wir waren einfach echt ein... Ich dachte wirklich, dass du liberal bist. Ohne Scheiß. Wirklich, also das Vertrauen, was wir in Christian investiert haben. Das war echt unfassbar. Also bei vier roten hätte ich mir auch schon gedacht, Alter. Du hast aber auch wirklich liberal agiert die ganze Zeit. Tut mir leid. Mann, ey, was für eine Runde. Ich hab's bis zum Ende einfach probiert, aber es hat nicht gereicht. Ich muss sagen, bis halt quasi irgendwie am Ende dann rauskam, warum klar, jetzt musst du nein geredet. Ich hab zu wenig Ja, das war nicht gleich gewählt, deswegen dachte ich so, okay, ja, klar. Nee, ich dachte mir dann so, weißt du, deswegen habe ich auch so getippelt, so. Ich denke mir so, fuck, ey, du hast einfach nicht genug dafür getan, dich als Liberalen zu confirmen. Ja. Das war einfach, Mann, das war nicht genug. Wenn ich jetzt nächste Runde mal nicht Hitler wäre, das wäre was. Warum nicht Hitler? Das ist echt krass. Ja, ich kann mich das einfach sofort erschießen. Das ich hätte niemals sagen sollen, erschieß Martin, weil ihr habt die Argumentation gehabt, Mickel zu erschießen. Er hätte trotzdem niemals Mickel erschossen. Nee, hätte er auch nicht, aber dann hätte er kein Argument mehr gehabt, ihn zu erschießen. Dann wäre das klarer. Dann wäre das klarer gewesen, dass wir hier... Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass er quasi was sagt. Also wir hatten ja Hilfe. Christian meinte, das wäre Faschist und du hast einen Liberaler. Ich dachte, es wäre genau andersrum. Was? Nee, geht ja nicht. Es gibt ja vier Liberale. Doch. Ja, doch nee, stimmt. Genau anders. Ach so, ja, doch, okay. Das kann man bei vier liberal? Nee, Faschist. Nee, also wenn es genau andersrum ist. Er hat einfach nur die beiden. Weil ich dachte, Christian ist ein. Weil, ja. Oh, ohne Mist. Man fühlt es halt anders sein. Das ist so unlucky. Er wurde halt gefickt von dem. Ja, von dem Traitor. Ja, genau. Der die ganze Zeit die Blauen abgelegt hat. Und da haben wir auch, echt nicht. Der war echt Palpatine. Ich habe zwischendurch gesagt, ich bin nur gegen Martin, weil Mickel den gewählt hat. Das war. Der hätte nicht reichen dürfen. Nie wieder Mickel. Euer Mickler. Also, tut mir leid dafür, dass ich auch den Shoutout da gegeben habe. Hier, jetzt bin ich aber. Gespannt, was passiert. Ja. Das war ein bisschen Game Changer. Ja, weil ich hatte Peter sehr, sehr lange. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Mit wem hast du eigentlich die gelegt? Mit Jake. Mit dir? Ja. Also, das wäre dann noch deutlicher gewesen. Ja, das wäre dumm gewesen. Er musste blau legen, um halt das Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten. Ja. Das war knapp. Und die eine letzte blaue, die habe ich halt abgelegt, weil sonst wäre halt finished gewesen. Die musste ich halt ablegen. Aber die konnte ich dann auch verstecken, weil da war ja nur noch eine drin. Und ich versuche dich zu belabern. Das Blöde war wirklich, glaube ich, also ich weiß nicht, wie lange ich euch gekriegt hätte. Wenn mich hättest du nie kriegen können. Ich habe von vornherein gesagt, okay, Peter hat jedes Mal, und Peter hat niemals ins Gewissen geredet, nein, sondern wir waren die ganze Zeit an immer dieselben scheiß Einfälle. Boah, du warst aber auch hardcore-liberaler gerade an. Meine Güte. Ja, ging ja nicht anders. Wenn das zeitweise fühle ich und dann war ich zeitweise so, nee, komm. Ja, einfach weil das unsympathisch war, ne? Ja, genau, so, Jay, der muss irgendwas am Stecken haben. Das kann nicht richtig sein. Und das war der Punkt, wo das bei mir getauscht ist, dass nämlich, weil ich war noch die ganze Zeit der Meinung, dass Sepp Faschist ist und dann auf einmal bist du so auf ihn eingegangen. Was hättest du denn gedacht, wenn er Peter gekillt hätte? Wäre er für dich fishy gewesen? Weil er bei meinem Namen gewesen wäre. Ja, ich ausgerastet. Dann wäre ich komplett ausgerastet. Also ich muss sagen, Peter hat sich Sepp gefressen. Ich wäre wär auf den Tisch gesprungen, hätte ich er mir meinen Peter kaputt gemacht. Du hättest natürlich direkt gesagt, er wäre Fascho gewesen. Logischerweise dann. Das Einzige, was mir halt so ein bisschen die Tour versaut hat, war wirklich die Info, dass Peter nachher safe wusste, dass ich es bin.
Das halt safen, weil sonst wäre es immer noch so mitgestreut, dann wäre ich vielleicht so mitgeschwommen, wer weiß. Die Neins und Ja's wären halt, du hättest halt weiterhin das Lügenkonstrukt bei. Ich konnte argumentieren, dass Peter nicht wählen, dass Peter nicht schießen darf. Ich konnte argumentieren, dass du Peter nicht wählen darfst. Konntest du nicht. Klar, weil Peter ja für mich Hitler ist. Ja, okay. Weil also du so gesehen sagst, hatte er für alles einen Grund. Aber du hättest aber irgendwann Nein wählen müssen. Ja, nachdem schon einmal geschossen wurde. Dein Problem war, dass du nicht Hitler warst. Ja. Das war als dein Hitler Problem, weil er als Hitler und er als Fascho halt schon draußen war. Ja, Nickel und... Das war auch der Grund. Also Peter hat am Anfang so hart auf Bram eingeschlagen. Ich hab nicht eingeschlagen. Ja, aber ja, ihr wart nicht im gleichen Team. Und da ich Jay quasi vertraut habe und du mit ihm die ganze Zeit gemeint hast, warst du halt entweder dabei oder der beste Hitler, den ich mitbekommen habe. Du hast schon in der ersten Runde, hast du direkt eine blaue abgeworfen. Ich bin mir gar nicht in der allerersten Runde. Ja, ich glaube schon. Du Wichser. Ist halt sein Job, ne? Ja, ich weiß. Also von daher. Leck mich okay. Doch am Arsch. Wir sollen zum Ende kommen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Secret Hitler. Ciao. Tschüss. Tschüss. Alles weg. Alles weg. Alles weg.